Unter den äußerst winterlichen Bedingungen luden die Schwadorfer Höllenteufel zum alljährlichen Perchtenlauf ein, um die beliebte Tradition erneut aufleben zu lassen. Trotz der eisigen Temperaturen versammelten sich begeisterte Teilnehmer und Zuschauer, um das eindrucksvolle Spektakel zu erleben, bei dem die mystischen Gestalten der Höllenteufel durch die Straßen zogen. In Schwadorf trieben bei äußerst winterlichen Bedingungen wieder die Perchtnier Unwesen. Die Veranstaltung ist in der Gemeinde schon sehr lange eine beliebte Tradition, die auch entsprechend zelebriert wird. Für die Besucherinnen und Besucher hat sich der Verein der Schwadorfer Höllenteufel eine ausgesprochen ungeheuerliche Showeinlage einfallen lassen und 4 Gastgruppen aus anderen Gemeinden eingeladen, um zusammen das 15. Jubiläum zu feiern. Aufgrund unseres Jubiläums haben wir natürlich sich besonders bemüht. Wir haben ein Gerüst aufgebaut, wo die Perchtengruppen rüberkommen werden. Wir haben pyrotechnische Effekte dabei. Wir haben insgesamt 4 Gastgruppen zu uns dazu noch. Also es wird sich richtig was abspielen hier. Eine super tolle Show. Wir haben heuer ja 15-jähriges Jubiläum und eigentlich glaube ich schon, dass das Publikum sehr, sehr begeistert sein wird. Die Perchten begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren scheppernden Eisenketten und den unheimlichen Kostümen. Doch was genau steckt eigentlich hinter dem Brauchtum des Perchtenlaufs? Es geht um die Rauhnächte, um das Böse auszutreiben und so weiter. Wir sind zwar ein bisschen zeitig dran, weil normalerweise ist es dann oft im Jänner erst. Und wir sind aber im Osten hier in Österreich alle sehr zeitig dran und machen das alle vor Weihnachten. Immer wieder fielen Perchtenläufe in den letzten Jahren durch negative Berichterstattungen auf. In Schwadorf geht man sehr verantwortungsbewusst mit der Tradition um und weiß, worauf es wirklich ankommt. Ich habe mitbekommen, ihr seid sehr diszipliniert. Ihr habt euch ein Alkoholverbot auferlegt. Warum? Weil es gerade im Westen oft so ist, dass da die Perchten, also die Menschen, die darunter stecken, glauben, weiß ich nicht, sie sind dann super, wenn sie die Masken aufsetzen und dreschen hin wie wahnsinnig. Und das ist eigentlich nicht der Brauchtum. Der Brauchtum ist eigentlich, dass man einfach ja, da das Böse raustreibt oder was auch immer, aber sicher nicht, dass man jemanden verletzt, mutwillig oder was. Und deswegen ist es immer besser ohne Alkohol als mit, weil mit Alkohol, ja. Den Spaß können wir nachher auch noch haben. Wer natürlich nicht fehlen durfte, war der Nikolaus. Er wusste ganz genau Bescheid, wer in diesem Jahr besonders brav oder doch nicht ganz so brav gewesen ist. Und wie schaut es überhaupt aus? Sind die Kinder braver als letztes Jahr? Im Großen und Ganzen sind sie braver wie im letzten Jahr, ja. Hat der Nikolaus viel zu tun heuer? Ist etwas stressig, aber es ist die schönste Zeit des Jahres. Und da muss man, das muss man machen, macht man mit Herz. Und was ist, wenn der Krampus heute schlimm ist? Bekommt er das Gleiche wie die schlimmen Kinder. Ui, was ist das? Dann kommen sie in den Sack und sie kommen mit mir mit. Selbst der Krampus. Selbst der Krampus, ja. Die vielen mutigen Kinder, die den Perchtenlauf nicht nur wegen des lieben Nikolaus besucht haben, ließen sich aber von der abenteuerlichen Darbietung nicht gar so leicht erschrecken. Sophie, hast du Angst vor dem Krampus? Nein, eigentlich nicht. Hat dir schon jemand mal gesagt, wenn du schlimm bist, holt dich der Krampus? Ja, schon öfters. Und hat das was gebracht? Nein. Wieso bist du heute hier? Zuzuschauen. Ich finde das einfach spannend. Und du wirst keine Angst haben? Nein. Perchten und Krampus, ist das für dich dasselbe oder ist das ein Unterschied? Ein Unterschied, weil die Perchten sind ein bisschen gruseliger als die Teufel. Wirst du jetzt eh keine Angst haben? Nein. Ganz sicher? Ja. Die Schwadorfer Höllenteufel und die 4 Gastgruppen boten eine großartige Vorstellung und sorgten so für einen Perchtenlauf, der klein und groß noch lange in schauriger Erinnerung bleiben wird.